Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 2. Juni 2023? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen Informationen. Im heutigen Video schauen wir uns aktuelle News zum Immobilienmarkt an. Dann gibt es auch diverse Meldungen im Bereich Korruption in Thailand, was ja immer ein Thema ist, was das Land schon lange beschäftigt. Nur diese Woche sehr, sehr viele Meldungen, auch Meldungen, die überraschen. Und dann noch die Kurznews, was so in Thailand die letzten 24 Stunden so vorgefallen ist. Ja, beginnen wir zuerst mit dem Immobilienthema, beziehungsweise man kann aktuell beobachten, dass es sehr ruhig wird, was Tourismus betrifft in Thailand. Also der internationale Tourismus, der Inlandstourismus ist nach wie vor gegeben und auch da nehmen die Zahlen zu. Man sieht zurzeit, das ist zumindest das, was ich auch hier in der Region mitbekomme, wo ich lebe, dass vermehrt Ausländer nach Thailand reisen, die nach einer Immobilie suchen, sei es für die nächste High Season, irgendwas Langzeitmiete, aber auch Leute, die ein Haus oder ein Grundstück kaufen wollen, meistens in Verbindung mit einem thailändischen Lebenspartner oder aber auch Personen, die ein Kondominium, ein sogenanntes Apartment oder eine Wohnung kaufen möchten. Das liegt einfach daran, dass halt, und das sage ich auch sehr oft in den Videos, in der Regenzeit die Preise sehr, sehr niedrig sind und auch da die besten Deals meiner Meinung nach gemacht werden können. Nichtsdestotrotz im Immobilienbereich empfehle ich immer, einen Anwalt beizuziehen, weil da gibt es jetzt auch wieder einen Fall, wo in Südthailand ein Immobilienprojekt die Leute abgezogen hat, also so ein Wohnungsprojekt, und da wurden sehr viele Ausländer geprellt, die haben Hunderttausende von Euros verloren und das liegt halt auch daran, dass man schnell voreilig gekauft hat, das Ganze nicht von einem Anwalt überprüfen lassen hat und genau dann können solche Fehler geschehen. Darum bei Immobilienkauf in Thailand immer über eine deutschsprachige Anwaltskanzlei das Ganze prüfen lassen und dann sollte eigentlich da auch kein Problem entstehen. Dann kommen wir zur Korruption. Da häufen sich zurzeit die Meldungen, dass in verschiedenen Bereichen extrem viel Geld abgeknöpft wird, also korrupte Beamte, Schmiergeld, das bezahlt werden muss etc. Das ist ja nichts Neues in Thailand, leider ist die Korruption hier tief verankert. Vielleicht liegt es daran, dass eben ja die Parlamentswahlen stattgefunden haben am 14. Mai und jetzt auch höchstwahrscheinlich dann eine neue Regierung gebildet werden kann und viele Leute eben auch Hoffnung haben, dass die neue Regierung da was unternimmt und sich jetzt eben auch viele zu Wort melden. Und da gab es jetzt ganz einen krassen Fall, nämlich die Lastwagenfahrer in Thailand haben gemeldet, dass sie schon seit Jahrzehnten abgezockt werden auf der Autobahn. Und zwar können sie dort angeblich von der Polizei, von der Autobahnpolizei gegen ein Teegeld so einen Sticker erhalten, so einen Smiley-Sticker mit einer roten Farbe, also es ist so eine Art eine Sonne, die lächelt. Und wenn man den dann aufs Fahrzeug klebt, dann kann man auch Überlast, also zu viel Gewicht transportieren. Eigentlich wäre die Polizei zuständig, auf der Autobahn auch zu kontrollieren, ob die Fahrzeuge überladen sind. Und es gibt hier Schätzungen, dass bis zu 200.000 Lastwagenbetriebe, Lastwagenfahrer in ganz Thailand diese Gebühr in Anführungszeichen bezahlen mussten, damit sie eben halt ja, in Ruhe gelassen wurden. Dazu hat sich jetzt auch der thailändische Polizeichef geäußert und er hat gesagt, dass das ja, das sei so, er hat das nicht abgestritten, das sei bekannt, dass schon seit Jahrzehnten die Lastwagenfahrer eigentlich gebeten werden, da die Polizei zu unterstützen, damit sie problemlos also weiterfahren können, ohne eine Anzeige oder eine Strafe zu bekommen wegen einem überladenen Fahrzeug. Ja, das ist jetzt ein Fall, der bekannt wurde die letzten Tage, aber ich habe ja schon so oft darüber berichtet und man liest ja auch mittlerweile fast tagtäglich in den thailändischen Medien, dass es in allen Belangen da Vorwürfe gibt und auch Polizisten wie Big Choke, sehr bekannt in Thailand, untersuchen ja diese Fälle auch
und versuchen da der Korruption, ich will jetzt nicht sagen, einen Riegel zu schieben. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu naiv, das zu denken, dass das in den kommenden Jahren da komplett vom Erdboden verschwinden wird. Also klar, eine kleine Korruption wird es überall auf der Welt geben, aber jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man an jeder Ecke nur noch abgezogen wird. Und Thailand hat da schon ein kleineres Problem, meiner Meinung nach. Also sie müssen da schon schauen, dass sie da im Image nicht zurückfallen, denn ich höre auch sehr oft hier auf dem Kanal, dass viele Leute, Touristen, halt enttäuscht sind oder teilweise auch wütend, wenn sie nach Thailand kommen. Und einige, die werden dann mehr oder weniger fast im ganzen Urlaub überall nur abgezockt. Vom Taxifahrer, von einer Polizeikontrolle oder beim Markt überhöhte Preise bezahlen und, und. Und ja, das kann dann natürlich schon dazu führen, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, Thailand ist für mich ein No-Go. Da weißt du überhaupt nicht, wie viel man bezahlen soll. Überall wollen sie dich abzocken etc. Ja, das kann es geben, wenn man sich auch etwas ungeschickt verhält. Grundsätzlich sage ich immer, nichts kaufen oder bezahlen, wo man nicht vorgängig einen Preis bekommen hat. So, kurze Unterbrechung. Meine Tiere haben hier eine Schlange, so wie es ausschaut, weil wenn beide Hund und Katze sich da auf irgendwas stürzen, dann ist es garantiert eine Schlange. Schauen, ob wir sie noch zu Gesicht bekommen. Ich muss mal da schnell reinschauen, vor allem, ob es eine giftige ist oder nicht. Wo ist sie? Ah, da. Katze steht auf dem Schwänzli. Die kann gar nicht weg. Das ist eine. Was ist das? Jui, ja, nie allein. Mo Simon. Ah. I see from the window, I see two bad fan play something. I see only big ad dancing. I think me somebody. Schei. Ja, schauen, dass wir die da befreien können. Ja, eine Schlange im Garten, hier nichts Ungewöhnliches. Machen wir weiter mit der nächsten Meldung, nämlich vom Department of Tourism. Und die melden, dass Leute, die in Thailand eine Buchung machen und die Reise nicht antreten wollen und eine Reise stornieren, die haben auch das Recht auf einen Refund, also auf eine Rückvergütung. Wenn man die Rückvergütung vollständig möchte, also zu 100%, muss man mindestens 30 Tage vor Antritt der Reise stornieren. Ansonsten ist nur eine Teilrückvergütung möglich. Ja, das zumindest in der Theorie. Wie es dann in der Praxis ausschaut, ist dann eine ganz andere Frage, ob die zuständigen Unternehmen, Reiseagenturen dann auch eine Rückvergütung machen. Dann wird in Bangkok am Samstag eine neue Linie eröffnen, eine neue Skytrain-Linie, nämlich die gelbe Linie. Die wird ganze 13 Stationen bedienen und sie haben auch schon angekündigt, dass das Ganze dann irgendwann ausgebaut werden soll. Habe ich auch schon darüber berichtet, auch Randbezirke etc. sollen dann in Zukunft noch angefahren werden. Ja, der Ausbau der Infrastruktur geht in Thailand voran. Leider meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam, aber es ist schön zu hören, dass jetzt auch mal ein Projekt abgeschlossen wurde. Die thailändische Polizei bzw. Migrationsbehörde geht ja aktuell auch wieder sehr hart gegen illegale Einwanderer vor und vor allem auch Kontrollen bei Migranten. Und jetzt gibt es da eine Meldung, dass die Migranten in Thailand bzw. die hier legal arbeiten, eine Verlängerung bekommen haben. Ich weiß auch nicht, ob das da auch wie bei uns, bei den Expats, alle Jahre überprüft werden muss. Bei uns ist es ja auch so, du musst ja jedes Jahr zur Immigration und eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Offensichtlich ist da was Ähnliches bei den Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern. Auf jeden Fall haben die jetzt da wieder alle eine Verlängerung bekommen und dürfen weiterhin in Thailand arbeiten. Viele haben Angst gehabt, dass sie abgeschoben werden, aber offensichtlich ist der thailändische Arbeitsmarkt nach wie vor auf Arbeitsmigranten angewiesen. Dann noch eine Story in Sachen Heiratsbetrug, und zwar bringe ich das, weil ich ja sehr oft höre von den Ausländern, dass ja, Thailand heiraten, oftmals wirst du abgezogen und. Und in diesem Beispiel geht es jetzt mal um einen Thailänder, um einen Mann, Angehöriger der thailändischen Armee, der eine Thailänderin geheiratet hat. Und in Thailand ist es ja üblich, dass man
so ein Sinnsod bezahlt. Das ist das Mitgift auf Deutsch. Also du entschädigst eigentlich die Familie, dass du die Tochter aus der Familie nimmst. Also wenn du jetzt als Mann, nehmen wir jetzt mal an, ich heirate eine Thailänderin, dann ist es so, dass ich so eine Art Mitgift bezahle, also die Familie dafür entschädige, dass die Tochter jetzt in meiner Familie ist oder mit mir ist und nicht mehr für die Familie sorgen muss. So in diesem Sinne, der sogenannte Sinnsod. Und der Sinnsod kann ja sehr hoch sein, je nachdem wie der soziale Stand ist der Familie, reiche Familien hoher Sinnsod, ärmere Familien eher einen tieferen Sinnsod. Und jetzt hat auch ein Thailänder zu spüren bekommen, wie es ist, wenn man einen Sinnsod bezahlt, nach der Heirat etwa 7 Tage später die Frau sich dann aus dem Staub macht und ja eigentlich mehr oder weniger ein Großteil seines Vermögens weg ist. So ein sogenannter Heiratsbetrug, und dieser Thailänder hat jetzt auch bei der thailändischen Polizei Anzeige gemacht. Übrigens, das Ganze ist auch strafbar. Also hier in diesem Bereich Eherecht etc. ist Thailand auch noch sehr speziell, also im positiven Sinne. Die Ehe ist auch noch ziemlich stark geschützt, also man kann da auch ruhig dann zur Polizei gehen und Anzeige machen, wenn man da betrogen wird. Ja, digitale Nomaden sind ja sehr oft auch auf Instagram unterwegs und zeigen ihr schönes Leben, wie sie im Ausland arbeiten. So mit den schönen Fotos, ich bin auf Bali, in Thailand, USA, wo auch immer. Jetzt gibt es da eine Auswertung, und zwar hat da jemand geschaut, wo, aus welchen Ländern, dass die digitalen Nomaden am meisten Fotos posten, wo die arbeiten, und haben da eine Rangliste zusammengestellt. Und ja, die sagen so halt, ja, die digitalen Nomaden, oder wo arbeiten die digitalen Nomaden am liebsten, oder wo hat es am meisten, anhand von einer Instagram-Auswertung. Da kamen sie auf folgende Liste. Nummer 1 ist Amerika, also United States. An zweiter Stelle ist Spanien. An dritter Stelle ist schon Thailand, dann Mexiko, Frankreich, Indonesien, Portugal, Italien, England und Indien. Dann will ich auch noch kurz was zu Elektrofahrzeugen sagen in Thailand. Es gibt ja aktuell einen ziemlichen E-Auto-Boom hier. Ich habe vor kurzem ein Foto gepostet auf Facebook, wo ich bei den Ladestationen war. Also ich war auf der Autobahn unterwegs und habe bei einigen Tankstellen mal geschaut, wie es dort ausschaut, so mit Ladestationen. Es hat mittlerweile fast überall Ladestationen, also sie bauen da massiv aus, aber mir ist aufgefallen, dass sie entweder außer Betrieb sind oder besetzt. Meistens pro Tankstelle 2 bis 4 Ladestationen und ja, wie gesagt, halt sehr oft besetzt. Und jetzt gibt es auch noch diverse Meldungen. Eine kommt jetzt heute aus Chiang Mai wieder, dass dort Elektrofahrzeugbesitzer teilweise Probleme haben, ihre Fahrzeuge bei der zuständigen Behörde, beim Verkehrsamt, zu registrieren. Eine Frau hat hier geschrieben, und da ist sie offensichtlich nicht die Einzige, dass sie schon seit über einem Jahr auf eine Zulassung wartet für ihr Elektrofahrzeug und die entsprechende Versicherung. Also klärt das auch alles ab, bevor ihr hier ein Elektrofahrzeug kauft, nicht, dass ihr dann auch mit solchen Problemen konfrontiert seid. Okay, das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund. Grüße aus dem leider bei uns immer noch viel zu trockenen Thailand.